Es gibt nur ein Berlin, jawohl. Das richtige Berlin ist absolut einmalig und der richtige Berliner selbstverständlich auch. Wenn auch schon viel über ihn geschimpft worden ist, sein weicher Kern in rauer Schale ist ja fast schon sprichwörtlich geworden. Na, und wenn sich der Berliner schon mal über was lustig macht, das ist nichts wie versteckte Liebe. Also machen wir mal einen kleinen Bummel durch Berlin. Über 200 Denkmäler haben wir hier rumstehen und mindestens ebenso viel Witze darüber. Aber wie gesagt, alles bloß versteckte Liebe, wahrhaftig. Das hier sind wohl so ziemlich die Ältesten. Das waren mal Laternenträger, die haben dem Berliner ein Licht aufgesteckt. Darum ist er jetzt auch so helle. Das ist die Blumenfrau vom Potsdamer Platz. Sie heißt deswegen Blumenfrau vom Potsdamer Platz, weil sie auf dem Leipziger Platz steht. Neben ihr steht der Graf Brandenburg. Der zeigt gerade mit der Hand, und wenn der Dreck so hoch liegt, mit die Stiebeln komme ich überall durch. Hier sehen Sie nun den brausenden Großstadtverkehr. Im Augenblick braust er zwar gerade nicht so besonders doll, aber na, das macht ja nichts. Potsdamer Straße, Potsdamer Brücke. Und das ist Röntgen. Röntgen, den kennen Sie ja alle, weil er die berühmten Strahlen erfunden hat, mit denen man überall durch und durch gucken kann. Sag Ihnen, bis aufs Skelett guckt Ihnen der Mann. Hier hält er dem kleinen Nackedei gerade eine Standpauke. Du Lausejunge, sagt er, wo hast du denn schon wieder die Eierhandgranate her? Und auf der anderen Seite der Brücke, das hier ist das Geländer. Man kann nie wissen, wozu das gut ist. Also auf der anderen Seite, da steht Helmholtz, der bekannte Physiker Helmholtz. Und das ist der Mathematiker Gauss. Der ist auch schon tot. Das ist wieder ein anderer, das ist Siemens. Der Kleine da, ob das der Halske ist? Vielleicht ist das Schuckert, aber ich glaube, das ist der Halske. Na nun jetzt weiter über die Brücke, das heißt, das würden Sie wahrscheinlich auch alleine merken. Und nur immer am Ufer lang. Also wenn wir jetzt nicht verkehrt fahren, ich glaube wahrhaftig, wir fahren verkehrt. Das heißt, sonst müssen wir nämlich zur Herkulesbrücke kommen. Na, wir werden uns überraschen lassen. Ah, war doch richtig, hier Herkulesbrücke. Sehen Sie da im Hintergrund, das ist Herkules. Der kämpft gerade mit einem Zentauren. Sehen Sie, so ein Ding ist, zur Hälfte Mensch, zur Hälfte Pferd. Das wissen nie, ob es im Bett oder im Stall schlafen soll. Sie müssen selber sagen, es ist erstaunlich, dass man einen Stein so biegen kann. Und hier auf der anderen Seite, Herkules. Herkules mit dem Löwen. Gerade sagt er zu dem Viech, und wenn du dir noch so sträubst, mein Junge, der Zahn muss raus. Das ist eine Sphinx. Das ist noch eine Sphinx. Zwei Pfingsten. Hier ist der Lützowbrunnen. In der Mitte, sehen Sie, der so spritzt, das ist der Lützow. Ach, das ist der Brunnen. Die Sphinxer haben mich doch ganz aus dem Konzept gebracht. Jetzt sind wir übrigens schon im Tiergarten. Von den Tieren können Sie leider nicht viel sehen. Die haben heute Ausgang. Hier Richard Wagner, den kennen Sie ja alle. Wagner. Ich meine, wenigstens vom Hörensagen, hoffe ich. Lessing, Gotthold, Ephraim. Hier hat mein kunstbegeisterter Berliner bewundernd ausgerufen, festgemauert in der Erde. Wer sollte dir nicht kennen, großer Goethe? So, und nun bringen wir sie um die Ecke. Das heißt, nun fahren wir sie um die Ecke, durch die Siegesallee. Wir fahren hier auf den Bürgersteig, damit sie mehr davon haben. Ja, wir sind großzügig. Das sind alles verschiedene Herren, die sie da sehen. Das heißt, ich weiß auch nicht genau, was sie eigentlich alle vorstellen. Na, jedenfalls stellen die meisten den rechten Fuß vor, das sehen Sie ja. Hier steht doch irgendwo Otto der Faule. Da steht meistens ein Schutzmann daneben, damit er sich nicht hinsetzt, der Faule. Aber ich könnte Ihnen da noch eine Unmenge Geschichten erzählen, aber wenn wir so viel Zeit hätten, hier auf jedes einzelne Denkmal der Siegesallee einzugehen, na, dann hätten wir ja von vornherein laufen können. Dann wären wir auch nicht vor übermorgen fertig geworden. Da, jetzt sind wir noch näher ran. Also mehr können Sie wirklich nicht verlangen. Und nun, als Krönung der Siegesallee, die Siegessäule. Oben die Viktoria, die der Volksmund die Siegestante nennt. Na, finde ich nicht besonders nett vom Volksmund. Wir gucken jetzt am Reichstag vorbei, zum Bismarck-Denkmal. Bei Bismarcks Uniform wird Ihnen auffallen, dass er nach Maß gemacht ist. Bismarck hält noch die Schneiderrechnung in der Hand. Aha, können Sie von hier nicht sehen. Gut, betrachten wir zunächst mal die Dame, die hier leichtfertigerweise auf einen ausgewachsenen Löwen tritt. Um nur auf Bismarcks Maßuniform zurückzukommen, das Ding sitzt nicht. Sachkenner behaupten, Bismarck hätte deswegen seinem Schneider, den sie zu seinen Füßen sehen, den Globus an den Kopf geworfen. Die Sache ist jedoch nicht authentisch. Jetzt fahren wir hier ringsherum um den Platz. Geht ein bisschen langsam, naja, allzu eilig haben wir es ja noch nicht. Moltke, der große Schweiger.
Berliner war der also nicht. Nun sind wir am Brandenburger Tor. Und hier sehen Sie nun das Denkmal von Friedrich dem Großen. Das Denkmal steht unter den Linden, ist ja bekannt. Das ist Friedrichs General Winterfeld. Das ist Leopold von Dessau, der bekannte alte Dessauer. Und das ist Zieten. Wie Sie Zieten hier sehen, sagt er gerade, soll ich mir nur rasieren oder warte ich noch ein bisschen? Nun wenden wir uns rüber zum Schloss. Hier der Dom, die Schlossbrücke mit ihren Bildwerken, Göttinnen und Krieger. Wenn der Meister haut, dreht er mir immer andersrum, sagte hierzu ein Schusterjunge. Wie gesagt, so ziemlich an all und jedem hat der Berliner seinen gesunden Humor erprobt. Fast immer treffsicher, manchmal ein bisschen derb, aber nie bösartig. Anton steckt den Degen ein, sagt er hierzu. Und so kriegt jeder sein Teilchen. Doch nun sind wir am Schloss. Da gibt's sicherlich eines zu sehen. Im Schlosshof steht das Denkmal des heiligen Georg. Der kämpft mit seinem alten Hausdrachen. Na, scheint gar nicht so leicht zu sein. Daher hat der hier schon so ausgiebig zitierte Volksmund den Satz geprägt, ein Pferd reiten, das Schwert führen, mit dem Drachen sich rumkeilen und dennoch die Standarte hochhalten, das ist nur wirklich ein bisschen Fülle verlangt. Vor dem Schloss das Denkmal Wilhelms des Ersten, auch Wilhelm in der Löwengrube genannt. Schade, die Löwen sehen sich ja nicht so richtig. Na, Moment mal, vielleicht wird's noch. Aha, jetzt da, ach, da kommt gerade die Straßenbahn dazwischen. Schade, vielleicht klappt's ein andermal. Nun rum ums Schloss, der Neptunsbrunnen. Der Herr in der Mitte, das ist Neptun, der mit dem krummen Rücken, der darum fürs Militär untauglich ist. Und die vier weiblichen Damen, die am Rand, das sind die schweigsamsten Frauen Berlins. Darum halten die den Rand des Brunnens. Die beiden jungen Damen hier tun das nicht, haben es auch gar nicht nötig. Ja.